ihr Süßen, ich hoffe, ihr hört mich. Es ist etwas windig hier. Wir sind jetzt zum Strand, das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Und ja, das ist so unser Lieblingsstrand, wo wir immer hingehen, da springen die Kinder immer rein ins Wasser. Heute ist es nicht so voll, weil das Wetter ja vorhin nicht so gut war. Aegeon heißt es hier. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen was zu essen bestellt. Wir haben jetzt einen griechischen Salat bestellt, da ist jetzt Brot drin, Tomate, Olive und Feta. Schmeckt echt gut. Alexandro hat sich Pommes bestellt mit Ketchup. Ja, Ketchup ist schon alles. Wird hier in so einem kleinen Topf gebracht. Und Mama hat hier so Fisch. Ich weiß nicht, wie das heißt. Sardelle? Oder wie heißt das? Sardelle. Da hat einen richtigen Wetterumschwung. Hier fängt es jetzt an, richtig windig zu werden. Schon fast tornadomäßig. Richtig, richtig windig. Guck mal, das Meer. Das ist echt krass. Naja, hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Da hinten ist das Unwetter. Aber ich denke schon, dass es hier rüberkommen wird. Okay, wir sind jetzt wieder ins Apartment, weil es hat angefangen zu regnen und wir durften auch nicht mehr im Wasser bleiben. Die Lifeguard hat uns alle so rausgerufen. Ja, und jetzt regnet es. Wird aber bestimmt noch stärker. Also ich denke, das Gewitter, das wird hier rüberziehen. Ist voll angenehm gerade. Einfach hier zu sitzen und dem Regen zuzuschauen. Hier kommt ein Straßenhund. Den haben wir schon ein paar Mal gefüttert. Klausi! Ja, es regnet, ja? Es regnet. Blöder Regen. Und wir haben jetzt für die Hunde und Katzen hier nur ein bisschen Wasser hingestellt. Ja, leg dich hier hin, Mausi. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Aus Xanthi, aus dem Markt von Xanthi, den ganz großen Wochenmarkt. Boah, Leute, heute Morgen hat es schon so total scheiße angefangen, den Morgen. Ich habe mich komplett aufgeregt. Wir haben uns verfahren. Und dann gab es nicht noch eine Ausfahrt, sondern erst in 20 Kilometer. Da mussten wir 20 Kilometer weiterfahren. Und anstatt dass das nicht reicht, mussten wir auch noch Mautgebühren zahlen. 1,50 Euro für hin und 1,50 Euro zurück. Also 3 Euro Mautgebühren für nix, nur weil wir uns verfahren haben. Ja, und hier gibt es Wühltische ohne Ende. Die Sachen für 2, 3 Euro. Also wenn ihr auf jeden Fall hier in der Nähe seid oder hier Urlaub macht, dann müsst ihr auf jeden Fall hier hin. Hier ist der nächste Wühltisch. So. Ich stürze mich mal in die Wühltische und ich melde mich gleich. Ich zeige euch nochmal hier einmal, wie das so aussieht, was es so gibt. 3 Euro alles. Hier steht auch nochmal alles 2 Euro. Also wie gesagt, Wühltische weit und breit. Hier gibt es Bikinis für 9,99 Euro. Ich habe mir das hier geholt. Schön. Also zwei Teile, ne? 10 Euro. Mama guckt nach. Bikinis und Badeanzüge. Hier haben wir von Triumph. BHs 3,99 und Slips 1,99. Also richtig günstig alles. Hier kann man sich tot shoppen. Und Schatz, wie fandest du den Markt? Gut. Hast du was gefunden? Du warst ja alleine unterwegs. Ja, wir waren Eis essen, haben für den was zum Spielen geholt. Ja. Alexandro, hast du was gefunden auf dem Markt? Warte. Das hier. Da war so ein Würfel.
Ah, die Kinder haben den schon richtig durcheinander gemacht. Eigentlich müsste der schon zusammen sein. Aber die haben den, ich glaube, die haben den schon ausgepackt und dann einfach irgendwie drum gespielt. Und dann haben sie den zurückgepackt. Was ist das? Das ist ein Schwert. Hast du was gefunden, Mama? Ja, ich hab's auch gefunden. Wir zeigen es nachher mal, was wir gekauft haben. So, jetzt fahren wir zu einer schönen Stelle. Da ist es so ein See und im See sind Klöster. Klöster, ne? Mehrzahl von Kloster. Das ist wirklich sehr, sehr schön dort und genau, da fahren wir jetzt erstmal hin. Und ich habe Hunger. Habt ihr auch Hunger? Wir haben hinten auch Croissants. Sollen wir die mal nach vorne fahren? Okay. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier. Was? Jetzt mal wacker hin. Mama, immer muss ich das machen. Ja, du vergisst das. So, wir sind jetzt hier an einem See, der heißt Vistonida. Und hier sind die Nikolausklöster. Das ist richtig schön. Da kommen wir immer wieder hier hin. Wenn ihr alte Videos von mir kennt, dann kennt ihr das hier schon. Und ich musste mich jetzt hier ein bisschen verkleiden, ein bisschen bedecken. Ja, ich habe eine kurze Hose an. Dann gibt es da am Eingang hier so Tücher, wie man das nennen kann, so Röcke. Kann man dann anziehen, damit man die Beine verdeckt hat. Und hier habe ich mich schon vorher zugeknüpft, weil ich wusste, dass ich nicht anders hier rein darf. So, hier schreibt man die Namen auf. Das ist für Gesundheit. Und für meinen Papa habe ich extra, der ist ja verstorben. Das wird dann extra vorgelesen. Und man schmeißt hier ein bisschen Geld rein für die Kirche. So, das war der erste Teil hier, die erste Insel. Und wenn man hier weiterläuft, kommt man zur zweiten Insel, zur zweiten Kirche. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt hier an einen Strand hingepflanzt. Das heißt Fanari. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner, langläufiger Strand. Der geht von da hinten bis ganz, ganz weit. Man sieht das von hier gar nicht. Und hier sind ganz viele Beachbars. Aber wir haben natürlich wieder das gute Glück, dass es gerade angefangen hat zu regnen. Es regnet ganz wenig und jetzt sind auch schon wieder Wolken gekommen. Also kann sein, dass wir vielleicht gleich wieder aufbrechen müssen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt erstmal was zu essen bestellt. Ist hier so um die 50 Cent bis 1 Euro günstiger als wie bei uns. Genau, wir essen jetzt erstmal hier und dann schauen wir gleich mal, wie es aussieht. Auf jeden Fall regnet so ganz wenig. Ich bin jetzt echt glücklich mit dem Regen. Es hat jetzt angefangen stärker zu regnen. Wir essen jetzt noch schnell und dann fahren wir wahrscheinlich, weil es hat schon angefangen zu donnern und zu blitzen. Und die Leute gehen alle nach Hause. So, Alexander hat schon sein Trikot an von heute, was er für den Markt gekauft hat. Für 10 Euro gekauft. Er macht jetzt hier Seifenblasen. Ich habe mir übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, habe ich euch das gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir hier dieses blaue Auge geholt. Und Ohrringe. Diese Ohrringe. Die fand ich auch richtig schön. Ohrringe 14 Euro, ist aus Edelstahl. Das hier 10 Euro. Mama hat auch solche Augenohrringe gekauft. 14
Euro. Und wir haben uns noch zwei Bikinis gekauft und zwei Taschen, die zeige ich euch später. Ich habe jetzt keine Lust reinzugehen. Ja, wir haben noch vorhin gegessen. Tintenfischringe haben wir gemacht mit Salat. Und jetzt chillen wir hier auf unserer Veranda. Vielleicht gehen wir gleich noch ein bisschen spazieren. In der Strandpromenade. Wir sind jetzt 10 Kilometer ein bisschen rausgegangen und hier gibt es auch so einen kleinen Lunapark. Alexandro ist gerade am Springen. Hier ist der Hafen. Ups, hier kann man gerade Euro zahlen und kann hier springen. Ich zeige euch das mal. Also hier gibt es alles, ne? Und Trampolinspringen kostet 3 Euro. Da sehe ich die kleine Ratte schon springen. Da ist er. Sonntag und wir sind jetzt hier bei den Gräbern, also wir gehen jetzt zu Papas Grab und werden da ein paar Kerzen anmachen. Ein bisschen Grabpflege. Grabpflege, haben hier noch was von meiner Tante geholt, werden das Grab ein bisschen sauber machen. Das sieht aber zu. Gepflegt aus. Ja, sieht gepflegt. Was denn? Ja, ist sauber. Schön sauber. Hallo Papi. Mein Papi, das ist mein Papi. So, jetzt machen wir das Grabchen ein bisschen sauber. Machen Kerzen an. So, guck mal, wie süß. Alexander hat sich gerade angeboten, das Grab sauber zu machen. Bravo, Rapimo. Mein Schatzi. Macht Opas Grab sauber. Opa ist ganz stolz auf dich gerade. Er holt Wasser. Hey ihr Lieben, wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr nachmittags. Wir waren ja am Grab, haben das Grab sauber gemacht. Und natürlich wieder so ein scheiß Gefühl, ne, da zu sein. Das heißt ein scheiß Gefühl, also ist natürlich auch schön da, dass ich in der Nähe von meinem Papa bin sozusagen. Aber ihr wisst, was ich meine, so gemischte Gefühle, ne. Das ist dann halt immer so eine Sache. Da wird man direkt wieder aufgewühlt. Ja, jetzt sind wir am Strand. Alexandro buddelt sich hier ein großes Loch. Er möchte gleich hier verbuddelt werden. Nur sein Kopf soll draußen sein. Und er schaufelt sich das jetzt hier zurecht. Passt du schon rein, Nasi?
richtig so. Da muss man ein bisschen, ne? Ein bisschen. Breite. Passt so? Breite geht aus der Tür. Okay. Die Länge. Ja, auf jeden Fall waren wir danach noch ein bisschen bei meiner Tante. Meine Cousine war da. Da habe ich meine Cousine wieder gesehen nach 3-4 Jahren. Ja. Und jetzt sind wir hier am Strand. Ich will meine Beine ausstrecken. Haben gerade Pommes bestellt. Alexander für Pommes kommt jetzt. Mama, ich will meine Beine ausstrecken. Ja, yes, yes. Da. Pommes mit Ketchup. Das muss ich jetzt wieder rausholen. Guten Appetit. Kannst auch da essen. Soll ich dir das angeben? Ja, geh dich mal waschen. Kann ich essen? Nein, nein. So, wir haben gerade gegrillt. Es gab Hähnchenfleisch mit Salat und Auberginen, Zucchini. Und wir füttern jetzt die Katzen. Die kriegen ein bisschen Hähnchenfleisch und ein bisschen Knorpel. Die finde ich richtig, richtig hübsch, die Weiße. Guck mal, was die für ein markantes Gesicht hat. Richtig schönes Gesicht. Richtig markant. Richtig die hübsche Katze. Ja. Du bist echt hübsch. Man denkt sich manchmal, es kann doch keine Straßenkatze sein, ne? So hübsch wie manche Tiere sind. Mhm. Nimm kalte Katze mit. Ja. Jetzt kommen wir langsam die Mücken raus. 20 Uhr müssten wir haben. Die Mückies kommen. Ich habe gerade geduscht. Dann haben wir das Essen gemacht. Ja, vielleicht gehen wir noch einmal hier spazieren hin und her. Und dann müssen wir heute früh schlafen, weil morgen müssen wir früh aufstehen. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Habe ich das erzählt? Ich habe ja meinen Autoschaden. Ist mir ja jemand reingefahren und ich bin ja auch in eine Laterne reingefahren. Und mein Patenonkel hat eine Werkstatt in Alexandroupoli. Das ist von hier so 170 Kilometer entfernt, nördlich Richtung türkische Grenze. Und er hat mir angeboten, den Schaden für 300 Euro zu machen, und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Dafür müssen wir morgen hin und 2 Tage muss ich mein Auto da lassen. Und dann haben wir noch ein Hotel gemietet für eine Nacht in Alexandroupoli, also von Montag auf Dienstag. Kostet nochmal 100 Euro. Ja, und Spritgeld, dann kommen wir ungefähr um die 450, 500 Euro mit all den Ausgaben. Und in Deutschland habe ich ein Angebot nur für den einen Schaden 800 Euro. Und wenn ich den anderen auch noch machen lasse, dann bestimmt 1100. Und deswegen 500 Euro mit all den Unkosten ist auf jeden Fall viel besser, als in Deutschland das reparieren zu lassen zu einem teuren Preis. Und ich sehe auch meine Paten wieder, mein Patenonkel und meine Patentante. Die habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Die haben früher in Deutschland gelebt, da wurde ich auch getauft. In Siegburg wurde ich übrigens getauft, hat Mama heute gesagt. Und die, ja genau, ich habe die das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen und ich freue mich, die morgen wieder zu sehen. Dann bleiben wir 2 Tage in Alexandroupoli. So schaut es erstmal aus. Dann sage ich gute Nacht für heute und wir sehen uns morgen. Hey ihr Lieben, guten Morgen oder guten Mittag. Heute ist Montag und wir sind hier ganz woanders. Wir sind hier in Alexandroupoli, ein bisschen weiter draußen von Alexandroupoli. Wir sind so 160 Kilometer gefahren nach Alexandroupoli, habe ich euch ja erzählt. Mein Patenonkel macht das Auto, er repariert das. Und er hat uns so einen ganz alten Opel Corsa gegeben, aber ja, auf jeden Fall sehr gut, dass wir so ein Auto jetzt überhaupt hier haben und uns von A nach B bewegen können mit dem Auto. Ja, und wir sind erstmal zur Werkstatt gefahren, haben das Auto da gelassen, haben das andere Auto, wie gesagt, genommen, diesen Opel Corsa. Dann sind wir zu meiner Patentante gefahren, haben die besucht. Die hat ihren Arm gebrochen, die Arme. Genau an der Hochzeit von ihrem Sohn ist die auf den Korken getreten. Die haben so Champagner aufgemacht, dann ist die auf den Korken ausgerutscht und runtergefallen, hat sich den Arm gebrochen, die Arme. Ja, und dann haben wir uns gedacht, fahren wir ein bisschen zum Strand. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gegessen. Ich hatte einen Chefsalat
Und wir warten jetzt bis 3 Uhr ist. Wir haben jetzt 2 Uhr. In einer halben Stunde fahren wir los. Denn um 3 können wir im Apartment einchecken. Und wir bleiben morgen bis morgen Nachmittag hier, bis das Auto fertig ist. Ich bin mal gespannt auf mein Auto dann ohne Schaden. Und ja, hier sind wir an einem Strand. Meine Patentante hat uns den Strand empfohlen. Das sieht hier so aus. Ist echt schön, weitläufig, aber steinig vorne. Also man braucht schon die, die Wasserschuhe. Aber die haben wir jetzt nicht mitgenommen, weil wir haben jetzt nicht viel mitgenommen für 2 Tage. Genau, das ist jetzt erstmal so der Plan. Ich zeige euch gleich noch das Apartment, wenn wir einchecken. Heute Abend gehen wir alle zusammen draußen essen mit meinem Patenonkel, Patentante und so weiter. Und morgen wollte ich mit meiner Jumbo. Alexander wollte von meiner Jumbo und da, wo die Werkstatt ist von meinem Patenonkel, direkt daneben ist ein Jumbo. Da wollten wir nochmal hin. Ja, das ist erstmal so unser Plan. Und wenn, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich denke schon, nur gegenüber, ich werde mal zoomen, ist eine Insel, die heißt Samothraki. Kann man ein bisschen erkennen. Das ist die Insel Samothraki da hinten. Ja. Kann man mit der Fähre von hier rüber, dauert so 2-2,5 Stunden. War ich auch schon mal mit meiner Mama. Ist jetzt nicht super besonders oder super touristisch, aber auch eine schöne Insel. So ihr Lieben, wir sind jetzt im Apartment. Das ist wirklich sehr modern. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich nicht mehr viel Akku habe und ich habe meine Batterien nicht mitgenommen. Das ist hier das Wohnzimmer. Sehr modern eingerichtet. Die hat das Bett oder die Schlafcouch schon geöffnet, damit Mama und Alexander hier schlafen können. Alexander hat gerade auch ein paar Geschenke gekriegt. Die Klimaanlage, das sind so 2 Heizungen. Das ist die Klimaanlage. Die Küche, schön modern. Eine Kaffeemaschine. Dann haben wir hier das Badezimmer. Ich muss mich beeilen. Da ist schon jemand, der sich hübsch macht. Das Badezimmer sieht auch sehr modern aus. Und hier haben wir noch ein Schlafzimmer, das auch sehr modern ist.